Hallo, willkommen zum ersten Part von Pokémon Platin. Aber kein normales Pokémon Platin. Es ist nämlich Pokémon Bladder Platin. Und es beginnt jetzt. Ich habe es vorgespielt. Ja, um es zu testen und so. Habe ich eigentlich alles von den Let's Player Gronkh. Und los. Hier sind wir auf irgendeiner Route. Ich guck mal. Route 203 waren wir. Ich muss erstmal ins Pokémon Center. Ein Pokémon holen. Und heute. In dem Part zeige ich euch, wo man ein paar Starter-Pokémon herkriegt. Aber nur Starter. Ein bisschen länger machen hier. Ja. Erstens ist es mein allererster... Mein allererstes Let's Play. Ja. Keine Ahnung. Dann gehen wir mal dahin. Es ist alles am See der Wahrheit. Bei Pokémon Bladder Platin. Ich habe ungefähr Pokémon, Slendy, Pampyro, Hydropie, Endivier, Schorgel, Bisasam. Ja. Wenn ich die Starter-Pokémon hab, sieht ich. Aber ich kann mir keins mehr fangen, ich habe überhaupt keine Pokébälle. Man kriegt so wenig Geld. Komm. Ja, wir werden nämlich gegen ein paar kämpfen. Ah, ein Hydropie, nämlich Level 5 natürlich. Und schon gefangen. Hier ist mein Flammy. Level 8, nämlich... Ja, 26 KP. Gut, dann greifen wir mal an. Mit Kratzer. Ach ja. Ich kann ein bisschen mehr mit Kamera. Oder? Ein bisschen runter. Ja. So ist doch gut. Obwohl, ja, so. Ja. Ich kann nur trotzdem. Ich glaube, das war Silberblick. Und... Ja, Energiefokus. Energiefokus, Kratzer und Silberblick. Oder Heuler. Ich weiß nicht mehr. Aber ihr müsst euch dieses Spiel runterladen. Es ist auf jeden Fall auch für den Nintendo DS und für den PC. Ich habe jetzt mal für den PC nichts genommen. Weil es mir recht ist, auf dem DS oder eher gesagt DSi. Ja, ich spiele auf dem DSi und statt mit meinem DS. Ja, nehme ich ein bisschen den DS, trotzdem auch in der schlechten Bildqualität. Ich mag es einfach auf dem DS zu spielen. Sind ihr? Aha, das sind sie. So. Stört mich nicht, wenn das Wasser-Pokémon ist, kann ja sowieso nur zucken. Oder so. Ah, ich find's. Ach, da ist nur ein P-Anzeige. Ach, K-P-Anzeige. Und, nein, kann ich glauben. Dann gehen wir wieder aus dem Haus heraus. Bin ich überhaupt gut mit der Stimme? Ich
Komm mal schon näher dran. Ja, so muss es sein. Gut. Zeige ich euch mal, was man hier fahren kann. Ungefähr so. Oh! Vulpix! Das habe ich noch nicht gesehen, so ein Vulpix. Nee, das kapieren sie jetzt nicht. Zu schwach. Ach ja, gute Pokémon-Scheiben. Naja, ich hätte schon Pokémon-Diamant, Pokémon-Herdgold, ich hätte sogar Pokémon-Schwarz. Ja, sind irgendwie nichts. Aber für den Nintendo 3DS habe ich auch ein paar Dinge. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das aufnehme. Ich nehme jetzt alles von den Nintendo 3DS. Gut. Für 202. Ich bin ein bisschen erkältet. Natürlich. Aber ich glaube... Nee. Wir lassen den Part 10 weiterlaufen. Genau 10 Minuten lang. So, können wir gegen das rein. Gegen den Tauziehen. Ha. Es ist euch bestimmt aufgefallen, dass der Pokémon von einer anderen Edition auftaucht, oder? Ich hoffe, viele gucken sich mein Video an hier. Und damit man nicht so, keine Ahnung, 2000 oder so. Was mich eigentlich interessiert, ist der Charakter, nämlich der hat ganz weiße Kleidung. Wenn er läuft, ist er ganz weiß. Kann man noch sehen, oder? Ja. Oh, nur eine Minute. Gut, sie wollen nicht verdäumen. Ein Pokémon-Kampf. Noch. Wenn ich es noch schaffe. Ja, müsste glaube ich noch. Oh, Sandama. Aber wie kann das eigentlich in der Lust hängen bleiben? Das frage ich mich jetzt mal ganz ehrlich. Das bleibt da einfach mal in der Lust hängen? Ja, sonst passiert hier nichts. Eigentlich gar nicht besonders, einfach nur in der Luft hängen. Ja, nee. Ich glaube, ich hatte keine anderen Hobbys. Und wollte mal einfach rumhängen. Ja, ah, ich sehe gleich, ich muss mich verabschieden. Na, ein Treffer? Ja, und